So, willkommen zu dem nächsten Part des Tutorials, wie man einen Minecraft-Launcher programmiert. Im letzten Part haben wir dieses Fenster hier fertig gemacht und wir haben hier dieses Element hier, dem haben wir noch keinen Object Name gegangen. Gegeben. Und das machen wir jetzt. Und zwar würde ich sagen, nennen wir das hier einfach Launcher Visible. Oder so, ja, das passt. Und dann speichern wir dieses Fenster. Und alles andere, also so Startparameter und so, werde ich jetzt hier nicht einbauen. Wenn ihr das machen wollt für euren Launcher, könnt ihr das machen. Im Laufe des Tutorials werdet ihr erfahren, wie ihr das dann einbinden könnt. Das werdet ihr dann sehen. Jedenfalls, wenn wir das hier alles benannt haben, gucken wir am besten immer nach, ob wir wirklich alles benannt haben, weil das ist doof, wenn wir irgendwas nicht benannt haben. Wir können das nämlich, wenn es exportiert ist, zwar noch bearbeiten, aber das Skript wird nicht gespeichert, wenn wir irgendwas bearbeitet haben. So, also wenn ich jetzt sehe, alles ist benannt, speichere ich das, dann kann ich das hier schließen. Und das hier brauchen wir gleich. Und jetzt habe ich hier die Datei main.ui. Und jetzt möchte ich das hier in ein Python-Skript konvertieren und dazu öffnen wir unsere Konsole. Also Start drücken und CMD eingeben. Bei älteren Systemen, wo ihr keine Startsuche habt, könnt ihr Windows R drücken und dann CMD eingeben. Und dann habt ihr hier die Konsole. Und hier wollen wir jetzt in diesen Ordner hier. Und darum geben wir hier ein CD, Leerzeichen. Dann in Anführungszeichen hier. Dann klicken wir in unserem Explorer hier oben in die Leiste und kopieren den gesamten Dateipfad. Dann gehen wir wieder in die Konsole und klicken hier auf dieses Icon, dann auf Bearbeiten, dann auf Einfügen. STRG-V könnt ihr hier nicht drücken, weil sonst kommt das hier. Und das wollen wir nicht. Also hier dann nochmal ein Anführungszeichen. Und dann sehen wir, hier sind wir jetzt in diesem Verzeichnis. Und damit, um das als Python-Script zu exportieren, müssen wir jetzt Folgendes eingeben. Und zwar PyUIC5. Werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung schreiben, was ich jetzt hier hinschreibe. Falls ich es vergesse, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das später nachtragen. Also wir schreiben PyUIC5, das ist das Programm, mit dem wir das exportieren werden. Das wird automatisch mit installiert, wenn wir PyQt5 installieren. Wir wollen das zu keiner Ausführung, wobei, wir haben ja nur diesen einen Launcher. Machen wir es zu einer ausführbaren Datei, also schreiben wir -x für executable. Dann den Dateinamen, hier drücken wir einfach Tab, wir haben hier nur eine Datei drin, das ist main.ui. Und jetzt drücken wir hier einmal, hier noch nicht Enter drücken. Jetzt müssen wir noch den Output festlegen, das machen wir mit -o und jetzt den Output. Das ist main.py. Wichtig ist, dass wir am Ende .py schreiben. Das davor ist eigentlich egal. Und jetzt drücken wir Enter. Jetzt baut er kurz und dann haben wir hier eine neue Datei. Und das hier ist jetzt unser Python-Script. Und das hier können wir ausführen. Und jetzt erhalten wir nicht den Editor, sondern unser Fenster hier. Und hier können wir jetzt auch alles verwenden. Beziehungsweise nicht, weil wir noch keine Funktionen hierfür eingestellt haben und alles. Aber wir können das Fenster schon mal öffnen, wir können es hier skalieren und alles funktioniert hier wunderbar. Und wenn wir jetzt hier einen Rechtsklick drauf machen, dadurch, dass wir Python installiert haben, können wir hier auf Edit with Idle klicken. Und dann haben wir hier so ein Fenster. Das mache ich mal was größer. Und hier oben, das sind nur Kommentare mit einer Warnung, dass wir dieses Skript am besten nicht bearbeiten sollten, weil man das nicht mehr bearbeiten kann. Normalerweise würden wir dieses Skript hier als ein Modul machen, sodass wir später die UI-Datei hier noch bearbeiten können und so. Wir wollen jetzt aber für dieses Tutorial das nicht machen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, solltet ihr es einfach mal googeln. Ihr solltet euch generell ein bisschen besser mit Python auskennen, falls ihr so Sachen machen wollt wie ein Update-System, dass sich das Programm automatisch updatet und so. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber naja, vielleicht schafft ihr das ja irgendwie. Jedenfalls können wir alles entfernen, außer diese oberste Zeile hier. Diese sagt nämlich, dass wir das Ganze im UTF-8-Format haben. Dadurch sind dann so Ü, Ö und alles Mögliche erlaubt. Und
es treten keine Fehler auf. Und hier haben wir jetzt ein ganz langes Script mit allen möglichen Sachen, die automatisch eingestellt werden. Und hier können wir auch eigene Sachen machen. Und das möchte ich jetzt noch nicht machen. Und zwar gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir brauchen, damit das alles funktioniert. Und zwar brauchen wir ja irgendeinen Server, von wo wir die Dateien alle runterladen können und so. Und dafür, finde ich, ist am besten Google Drive. Und zwar geht ihr auf Google, auf drive.com, auf drive.google.com oder auf googledrive.com, geht beides. Und dann loggt ihr euch da mit eurem Google-Account ein. Ihr bekommt kostenlos 15 GB Speicherplatz, das sollte eigentlich reichen. Und hier oben habt ihr dann so ein Zahnrad für die Einstellungen, da könnt ihr draufklicken. Und dann könnt ihr hier auf Google Drive herunterladen klicken, dann bekommt ihr einen Installer. Und dann bekommt ihr auf eurem Computer einen Ordner für Google Drive und der müsste dann auf eurem Desktop sein oder irgendwo, oder ihr klickt, wenn ihr die Google Drive gestartet habt, hier auf dieses Icon und dann könnt ihr hier auf Google Drive Ordner öffnen klicken und dann habt ihr hier den Google Drive Ordner und ihr seht, das ist genau dasselbe, wie ich hier auch in Google Drive habe und hier habe ich schon einen Minecraft Launcher Ordner drin mit ein paar Dateien und so. Diesen Ordner werde ich auch behalten. In diesem Ordner werden wir alles machen. Ich werde hier vielleicht ein paar Dateien löschen, damit ich das nochmal neu zeigen kann. Aber weil hier zum Beispiel habe ich hier eine Datei dran, die ist 210 MB groß und das wäre einfach unnötig, die jetzt nochmal hochzuladen. Darum behalte ich diesen Ordner. Und wir können halt ziemlich einfach jetzt sagen, dass hier irgendeine Datei davon in unserem Programm runtergeladen wird und von da wird dann geguckt, was für Versionen verfügbar sind, dann werden die einzelnen Versionen runtergeladen und alles. Das funktioniert alles super einfach mit Google Drive. Wir können auch jederzeit hier die Dateien bearbeiten und der Download-Link dafür bleibt gleich. Das finde ich ziemlich gut. Zum Beispiel bei Mediafire würde das nicht gehen, weil da wird irgendwie täglich oder so der Download-Link davon verändert. Der direkte Download-Link. Und ja, das ist nicht so praktisch. Darum verwenden wir Google Drive. Das funktioniert damit alles sehr gut. So, dann das nächste, was wir machen sollten, ist, wir brauchen einen Startkommand. Ich möchte jetzt, bevor wir richtig anfangen mit allem, eine Datei erstellen, die wir als Referenz dafür verwenden können, wie wir Minecraft hinterher starten. Ich nehme mir erstmal hier das Python-Skript und ziehe das aus dem GUIs-Ordner raus und tue das in den... Und erstelle hier einen neuen Ordner, welchen ich Scripts nenne. Und da tue ich dieses Python-Skript rein. Und ja, ich weiß nicht, ob ich hier den Part schon beenden soll. 2 Minuten sind noch Zeit, das mache ich jetzt noch schnell. Und dann starten wir den richtigen Minecraft-Launcher einmal. Und für jede einzelne Version gibt es einen anderen Startcommand. Oder wenn wir irgendwelche Mods drin haben oder alles mögliche, gibt es einen unterschiedlichen Startcommand. Ich habe hier jetzt zum Beispiel Minecraft 1.8 als aktuelle Version. Und jetzt erstelle ich mir hier auf dem Desktop oder wo auch immer irgendwo ein neues Textdokument. Und die Dateiendung davon wird eine .bat-Datei. Also nenne ich das hier jetzt zum Beispiel mal Minecraft.bat. Und diese bearbeite ich jetzt hier mal mit Notepad++. Und dann können wir hier reinschreiben @echo off. Das macht die Konsole hinterher in Minecraft aus. Und dann wollen wir den Startcommand haben. Darum schreiben wir echo % Sternchen. Dann speichern wir das hier ab und können das hier wieder schließen. Und jetzt brauchen wir den Dateipfad davon. Also machen wir einen Rechtsklick auf die Datei, gehen auf Eigenschaften und hier haben wir jetzt den Dateipfad, den kopieren wir uns einmal. Und in Minecraft gehen wir hier auf Edit Profile und bei einem beliebigen Profil, sagen wir hier unten jetzt bei Executable, fügen wir diesen Dateipfad ein und machen da einen Backslash und dann Minecraft.bat oder halt wie wir die Datei genannt haben. Und außerdem machen wir bei Launcher Visibility einen Haken und klicken auf Keep Launcher Open. Klicken dann hier auf Save Profile und jetzt auf Play. Und jetzt müssen wir kurz warten und wir sehen, Minecraft startet sich nicht. Stattdessen erhalten wir hier einen Start-Command und das ist der Command, mit dem wir jetzt Minecraft starten können. Also machen wir einen Rechtsklick hier drauf auf dieses große Fenster und klicken auf Copy All Text. Jetzt können wir hier in Edit Profile wieder hier den Haken und hier den Haken wegnehmen. Hier dann auf Save Profile gehen, das hier schließen.
und unsere Minecraft.Dateien nochmal öffnen. Und hier fügen wir jetzt anstatt das hier den Command ein, welchen wir kopiert haben. Und anstatt, dass wir hier vorne jetzt auf Echo haben, schreiben wir hin Java, damit das Ganze mit Java ausgeführt wird. Und wenn wir jetzt einen Doppelklick auf diese Datei machen, wird Minecraft nicht gestartet, weil wir noch etwas anderes machen müssen, das wir aber im nächsten Part machen werden. Ich starte das hier mal und wir sehen, es kann sogar sein, nee, okay, es wird nicht gestartet. Ja, wir sehen, da kommt ein Fehler und diesen Fehler wollen wir im nächsten Part beheben. Ich ziehe mir mal dieses Batch-Script auch in den Scripts-Ordner. Und im nächsten Part werden wir, wie gesagt, den Fehler in diesem Script so beheben, dass wir mit diesem Script Minecraft starten können. Und später werden wir das Script, was wir hier drin haben, innerhalb von unserem Python-Script so machen, dass das automatisch aktualisiert wird für jede einzelne Version und alles Mögliche automatisch gemacht wird. Und das machen wir im nächsten Part, habe ich ja schon tausendmal gesagt. Wir sehen uns da wieder, bis dahin und tschüss.